Oh. It's beautiful to be back, Freunde. Corona ist vorbei. Mir geht es wieder gut. Eine Woche habe ich zu Hause gesessen. Eine Woche musste ich mich erholen. Meine Nase ist immer noch geschädigt von zu viel Nasenspray innerhalb von kürzester Zeit. Aber mir geht es gut. Und wir sind heute hier. Am Wochenende kam ja ein Video online von dem lieben Max auf meinem Channel, wo er meinen Progress in Elden Ring gezeigt hat. Das ist natürlich übel veraltet, ja. Verdammt veraltet. Ich will euch was zeigen. Und zwar, Musik ist erstmal vorbei, das ist nicht schlimm. Wir sind hier auf meinem Twitch, ja. Wir schauen mal bei Videos. Ich habe die letzte Woche, ohne Witz, so insane viel gestreamt, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Bitte, kann das mal kurz laden? Warte mal. Bitte lad. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Ey, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Geil. Hier. So, hier. Also, pass auf. Seitdem ich zu Hause war, habe ich, beziehungsweise ich dachte mir an irgendeinem Tag, hey, ich starte jetzt einfach mal einen Elden Ring Playthrough. Das war vor 16 Tagen. Da habe ich gestartet, ja. Und dann habe ich eine Woche irgendwie nicht gestreamt, dann halt wieder Elden Ring, beziehungsweise einmal hier PUBG. So, pass auf. Und jetzt habe ich die letzten Tage, wo ich Corona hatte, komplett durchgehasselt. Hier, 3 Stunden Elden Ring, 4 Stunden Elden Ring, 7,5 Stunden Elden Ring, 4,5 Stunden Elden Ring, fast 9 Stunden Elden Ring, 8 Stunden Elden Ring, 6 Stunden Elden Ring und gestern 4 Stunden Elden Ring. Ich habe mittlerweile so unglaublich viel Progress gemacht. Ich bin immer noch nicht komplett allwissend in dem Spiel. Ich habe auch, denke ich mal, noch 10.000 Sachen übersehen und bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich alles habe. Aber es ist ultra viel geile Scheiße passiert. Ja, das ist falsch. Wir gucken mal kurz in die Clips rein. Wir haben zum Beispiel hier den Flammenwerfer. Ist ein super Clip. So, jetzt. Ist klasse, pass auf. Godric haben wir besiegt. Mann! So, jetzt kommt der Rage. Gleich kommt er wieder. Pass auf. Jetzt. Na, wo läufst du lang? Ah, Mensch, das war aber ein schwerer Kampf, du. Ich hatte aber die ganze Zeit die Oberhand, denn ich habe ja, ja einen Flammenwerfer. Gut, ab und zu bin ich ein bisschen reingeraged. Wir haben super viel geschafft, ja. Und ich möchte euch heute einmal ganz kurz mein Account zeigen, beziehungsweise das, was ich bisher geschafft habe, ja. Wir gehen mal auf weiter. Wir sind tatsächlich gerade an einer Stelle angekommen, wo ich gestern nicht weiterkam. Da wollen wir mal schauen. Generell, ich habe so einen weirden Hybrid, ja. Ich bin Mage. Ja, jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere da draußen, oh, Mage, bla bla bla. Ich fand einfach die Zaubersprüche cool und dass man die aus der Entfernung wegholen konnte, das war halt einfach cool. Ich habe das gefeiert, deshalb habe ich es genommen. Zusätzlich, und jetzt gehen wir mal hier schön rein in meine Ausrüstung. So, es gibt viel Neues, ja. Erstmal habe ich hier den Talismane der Zerstörung. Erhöht die Weisheit. Easy peasy lemon squeezy, ja. Ihr seht auch hier rechts meinen Charakterstatus. Ich hab einmal neu geskillt. Ist noch nicht perfekt. Ich glaube, ich brauche zum Beispiel viel mehr Leben. Das fehlt auf jeden Fall noch. Ich habe hier den Talisman, womit ich mehr tragen kann. Ich habe hier auf der einen Seite meinen geilen Zauberstab mit S-Weisheit. Ja. S-Attributskalierung auf Weisheit. Mashallah. Das ist insane. Das ist noch nicht der krasse Zauberstab. Ich habe auch den, das Karinage, königliche Zepter. Das kann ich halt noch nicht tragen. Da brauche ich Weisheit 60. Aber da kommen wir hin. Und mein absolutes Lieblingsschwert. Das Trollritterschwert auf plus 6. Ma hamdu e hachandu. So. Das ist, also das, dieses Schwert ist die geilste Scheiße ever. Ich sag euch, wie es ist. Ja. Das ist das Trollritterschwert.
Und das Trollritterschwert, falls ihr euch wundert, warte mal. Das Trollritterschwert gibt es hier oben. In dieser Festung, auf dieser Treppe. Hat ein Troll, ne? Der hat ein Schwert. Da droppt er. Wir haben schon viel erkundigt. Ich gehe mal ganz kurz über die Karte. Viele haben sich gestern gewundert, weil ich gestreamt hatte. Sag mal, wo bist du denn gerade? Hast du schon Progress gemacht? Hast du dich mittlerweile umgeskillt? Wie sieht's aus? Und ja, mittlerweile sieht meine Karte so aus. Im Vergleich zu dem Video, was jetzt am Wochenende kam, ist das natürlich eine ganz andere Welt. Wir haben hier Khalid schon, Khaled schon ein bisschen hier erkundigt. Wir haben hier unten schon diesen Raller, Blabber, Radan komplett auseinandergerissen. Auch on stream alles passiert. Ich spiele, by the way, das kommt noch dazu, ich spiele komplett ohne Asche. Weil ich den Eindruck habe, mit Asche ist es irgendwie viel zu einfach. Ist jetzt kein Flex, ne? Aber ja, wir haben auf jeden Fall einiges schon am Start. Ich weiß nicht genau, was mein Outfit ist. Ja, das ist, also brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ganz schön hässlich, bin ich early. Aber das macht nichts. Ja, wie ihr seht, ich habe viel zu wenig Leben. Ich habe viel zu wenig Leben. Actually, können wir mal überlegen, vielleicht einen Talisman zu wechseln zu einem, der mir mehr Leben bringt. Beispielsweise den. Da können wir einfach mal den stattdessen nehmen. Ja, haben wir ein bisschen mehr Leben. Gut, wir haben hier gestern aufgehört. Wir sind hier gerade bei einer Mission, glaube ich. Lass mich mal kurz überlegen. Ja, ja, ich glaube, wir sind auf den Spuren von Rannis. Rannis ist so eine Zauberin, die in so einem Turm hier oben sitzt. Ja. Und die ist auf dem Weg irgendwie in eine unterirdische Stadt. Wir sind hier gerade im Untergrund. Es sieht einfach fucking crazy aus hier. Ja. Ich wollte einfach nur ein bisschen zeigen, dass ich mittlerweile viel mehr Ahnung habe von dem Spiel, als ihr denkt. Ich bin mittlerweile sehr, sehr krass. Wo ist mein Schwert? Wie gesagt, wir haben natürlich auch noch viel, viel krassere Schwerter hier, die ich noch nicht benutzen kann oder generell nicht benutzen kann. Aber dieses Trollschwert ist schon Poggers hoch 10. Ach ja, stimmt, die weicht ja so scheiße aus. Wir versuchen jetzt heute mal hier weit zu kommen. Ich habe keine Ahnung. Okay, Lex. Wir waren hier überall schon drin. On stream haben wir hier überall schon Progress gemacht. Ja. Wir haben on stream schon das Gebiet schon ein bisschen angeguckt. Und ich bin ein bisschen stuck an dieser Stelle. Denn es gibt keine Gnade zum Ransetzen, bis wir... Hoppala, ich muss mich erstmal an den Controller gewöhnen. Es gibt keine Gnade zum Ransetzen, bis wir da oben sind. Und da Spieler oder hier PvE-Gegner kommen. Oder wie das heißt. Zack. Saufen wir. So, zack. Genau, hoppala. Was bin ich jetzt schwere Last? Ah, ich bin wegen dem Amulett jetzt schwere Last, ne? Scheiße. Ah ne, weil das Schwert generell weg war. Ja, dann müssen wir doch das nehmen. Scheiß drauf. Gut. Genau, wir sind hier gestern schon gewesen. Ich weiß schon, was hier abgeht. Ich bin auf Fallen vorbereitet. Jetzt kommt gleich hier links mein absoluter Lieblingsgegner aus dem Spiel. Und zwar so eine große Kugel. Ihr seht sie da oben. Die ballert ordentlich rein. Ich sag euch, wie es ist. Ich versuche jetzt in dem Video einfach mal ein bisschen, wie gesagt, meinen Progress darzustellen. Und zu zeigen, dass ich halt kein absoluter Noob bin. Ich habe ein bisschen was gelernt zumindest. Ja. Ihr habt meine Skillung gesehen. Vielleicht könnt ihr mir ja Tipps nochmal in den Kommentaren geben. Ich lese mir das ein bisschen durch. Ich versuche jetzt gerade den Gegner dazu fokussieren. Geil. So. Jetzt gehe ich nach hier unten, weil die Kugel jagt mich. So. Puh, ich habe auch mittlerweile, das kommt noch dazu, man braucht jetzt zum Wiederbeleben braucht man hier diese Larven. Und ich habe irgendwie jetzt schon, scheiße, wo sind sie denn? Hä, wo habe ich denn jetzt die Larven, bin ich dumm? Bin ich komplett lost?
Ich habe auf jeden Fall 5-6 Larven oder so ein Shit. Und ihr habt doch gerade gesehen, ich habe richtig viele Upgrade-Dinger für Asche. Aber ich benutze halt keine Asche, das ist halt das Problem. Und ich habe auch schon hier diese komische Imitator-Tränen-Asche, was wohl angeblich die krasseste Asche sein soll, die man haben kann, weil die halt einen selber kopiert und mit einem kämpft. Ja, aber die habe ich noch nicht. Also habe ich noch nicht wirklich benutzt. Ich habe gefühlt jeden Boss alleine gemacht. Ich habe auch hier keine Herbeirufung gemacht, hier bei den Bossen. Da habe ich übel drauf geschissen. Hier von so PvP, PvP-whatever Gegnern oder Helfern. So, da oben hängt eine Kugel. Shit. So, jetzt wird's süß. Schaut mal, die kommt nicht durch, Leel. Oh shit, voll in die Tür. Hör auf zu rollen! Du Arschloch! So. So, jetzt sind hier noch Blobs. Triple Kill incoming. Doch nicht, okay. Geil. By the way, ich wollte mich bedanken für ja, den krassen Support auf dem Video am Wochenende, wo Max dabei war. Logisch, es ist Max. Ihr kommt ja eh alle ursprünglich von Max oder der größte Teil von euch. Aber ihr habt das Video geliebt. Ihr habt Tipps gegeben ohne Ende. Ihr habt Interesse gezeigt. Und ihr seht auch, mein Bart übrigens ist immer noch nicht getrimmt. Ich komme ja jetzt gerade frisch aus der Quarantäne. Und ja, mir geht's gut. Ich sehe halt uralt aus. Ich sehe auch ein bisschen fertig aus, oder? Oh mein Gott, ich sehe übel fertig aus, oder? Egal, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Wie gesagt, meine Nase ist immer noch ein bisschen gebimst von der Nasenspray-Sucht. So, und jetzt wird's hier blöd. Da drüben steht so ein Typ mit 2 Imitator-Tränen. Und die sind eklig. Warum? Weil die sich gleich verwandeln zu so krassen Rittern mit viel Leben. Was ich jetzt versuchen werde, ist, ich baite die jetzt. So. Ah, scheiße Range. Nicer Hit. Shit. Oh Gott. Nice. Kommen die hier nicht runter? Oh, dann kann ich die ja übel easy angreifen. Okay, easy. Nummer 2 ist hier. Alter, sind die dumm? Okay, das ist halt ein bisschen buggy, aber I don't care. Geil. Die haben mich nämlich richtig abgefuckt. Wieso habe ich 50.000 Seelen? Warum habe ich 50.000 Seelen? Woher? Ich habe 50.000 Seelen. Das ist gar nicht gut. Ich will hier oben nicht sterben. Ich hoffe, hier ist irgendwo eine Gnade. Okay, der Typ, das ist eine Gegnerart, der ist richtig abfuck. Scheiße, okay. Ich weiß nicht, nee, das ist ein Typ mit einer Sichel. Die sind auch so scheiße stark, ne? Okay. Ich glaube, das ist tatsächlich der letzte Raum hier. Hab ihn. Okay, hier ist jetzt, glaube ich, entweder Quest-Item oder irgendwas anderes. I don't know. Legendäres Item. Ich denke mal, es ist ein Quest-Item. Mond von Noxstella. Okay. Da muss ich jetzt mal schauen. Mond von was?
Mond von... Ah, hier unten sind die Larven. Schaut, ich habe 7 Larven. Ich kann mich theoretisch 7 Mal wiederholen. Ah, und ich habe noch eine Perle. Mond von was? Ich weiß immer nicht, wo die Sachen sind. Deshalb, ich muss immer durchschalten, Leute. Sorry. Anzahl der Speicherplätze? Was ist denn die Anzahl der Speicherplätze? Ich weiß es nicht. Was ist denn die Anzahl der Speicherplätze? Geht's hier irgendwo weiter? Ich habe kleine Mikrolags. Hier geht's nirgendwo weiter. Nirgends. Bin ich Fall? Ach, hier! Never fucking mind. Okay, ich habe auch wieder Flasche mit Himmelstränen. Aha. Okay, kann ich runter? Kann hier bitte irgendwo mal eine Gnade sein? Ich habe 50.000 Seelen und würde sie ungerne verlieren. Okay, ist ein Fahrstuhl. Aha. Okay, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo es mich hinführt, Leute. Ab jetzt ist blind. Ab jetzt habe ich keine Ahnung. Ab jetzt spielen wir zusammen etwas, was ich noch nie... Ey, goldene Sees. Goldene Soße. Goldene Sage. Geil. Ich glaube, ich habe mittlerweile... Wie viel goldene Saat habe ich? 3. Es kann sein, dass ich mir eine neue Flakon holen kann, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich brauche, wie gesagt, dringend eine Gnade. Ich habe aber verdammt nochmal keine Ahnung, wo hier eine ist. Und das Beschissene ist noch dazu... Warte mal. Ich muss hier rauf zu, ne? Ne, ich komme von dort. Aber wo gehe ich denn jetzt hin? Diese Ameisen sind doch so ekelhaft, Alter. Ciao. 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 Die Ameisen sind halt wirklich Los, komm doch! Zack. Okay. Ich bräuchte halt... Ich gehe mal hier runter. Ich würde halt wirklich gerne... Steinschwertschlüssel, Poggers. Ich würde halt wirklich gerne eine Gnade finden. Also wirklich gerne. Aber ich finde keine. Beziehungsweise liegt... Was ist denn das? Gasstein? Okay. Nehme ich mal einfach mal mit. Wir könnten mal da reingehen und gucken, was da so abgeht. Aber ich frage mich, wie gesagt... Der ist nicht tot? Die sind beide nicht tot? Ist das ein Ameisenreiter? Ekliger Arsch. Wie kannst du es wagen? Wie hat die Ameise überhaupt zugelassen, dass du dich da raufsetzt? Oh, leck. Okay. Idee wäre jetzt, mich einfach dran vorbeizusneaken. Ich sneak mich jetzt vorbei. Ich habe halt zu viele Seelen. Ich will nichts riskieren. Ich gehe mal hier rein. Ich glaube, ich brauche auch für den nächsten Rank-Up
brauche ich nur 33.000. Also ich bin damit mittlerweile auch einfach Level 75. Okay, jetzt geht's tief in den... Gnade! Poggi! Okay, let's go. Puh. Jetzt sind wir noch weiter unten, oder? Junge, Junge, Junge. Oder sind wir? Warte mal. Nee, den Ort kenne ich nicht. Okay, ich würde sagen, wir leveln auf HP, weil ich habe viel zu wenig davon. Legit. Und ich habe 22.000. Und ich glaube, ich habe 12 goldene Runen? Was? Why? Warum? Warum habe ich 12 goldene Runen? What the fuck? Ja, ich brauche halt Leben. Deshalb muss ich da gerade... Hä, warte mal. Nee. Ich benutze die jetzt alle. Entschuldigen Sie. Bro. Rein in meinen Mund. Klein und rund. Heftig. Noch ein Level. Hä, das ist ja übel dumm. Okay, ich brauch... Hier, ich habe jetzt schon viel mehr Leben als vorher. Sehr, sehr gut. Ich brauche das halt dringend. Ich bin halt Level Mitte 70 und habe keine Ahnung, was... Oh, hoppala. Und habe halt fast kein Leben, das ist halt das Ding. Ich werde halt von so vielen Sachen halt gewone-shottet, was einfach nur dumm ist. Schon wieder so eine Geisterscheiße. Geisterlilie. Okay, ich denke, wir müssen da hinten in den Tunnel. Shit. Ja, und ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Mana irgendwann. Macht Sinn. Aber erstmal Leben ist, glaube ich, wichtiger, weil ich habe ja noch mein Schwert. Das sieht scheiße eklig aus hier. Igitt. Oh, da sind wieder diese Viecher. Da ist noch eins. So. Zack. Schmiedestein. Braucht zwar kein Schwein. Digger, aber egal. Noch einer. Ich habe auch gestern so ein Viech aufgehoben. Teil der Mission. Ist, es ist irgend so eine Puppe. Ich finde die schon wieder nicht. Ich habe halt so eine Puppe aufgehoben. Von meiner Questgeberin. Ich glaube hier irgendwo. Hier. So. Und mit der muss ich irgendwas machen. Und als ich die aufgehoben habe, war mein Chat... What the fuck? Und als ich die aufgehoben habe, war mein Chat so... Bro! Ab jetzt beginnt der Teil der Quest, der unmöglich ist. Viel Spaß. Und ich war so, ja, okay, danke für die Aufmunterung, Sie Arsch. Ich gehe mal hier rein. Ich habe das Gefühl, gleich könnte ein Boss kommen. Das wäre natürlich nice fürs Video. Okay. Geh mal hier rein. Digga. Das sieht mir wirklich nach Bossfight aus. Warum immer solche? Ja, frage ich mich auch. Gut. Boah, Alter. Hier ist auf jeden Fall eine Gnade wieder. Sehr schön. Okay. Ich kann nicht reiten. Karte. Ich habe eine Karte gefunden. Kann ich hier einfach rübergehen? Oh, nee, 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 nee. Kann ich nicht. Ich glaube, dann brauche ich irgendeinen Immunschutz dafür.
Oder? Kann ich hier reiten? Nö. Ja, toll. Oder ich bekomme halt wirklich jetzt Fäulnisse. Wie viele Seelen habe ich? 14.000? Ja. Probier das mal aus. Was passiert? Ich sterbe bestimmt direkt, oder? Aber dann liegen halt meine Seelen direkt hier. Ich guck mal. Oh, ich krieg halt Instant Damage. Und ich krieg viel Damage. Ich krieg richtig viel Damage. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir verlassen diesen Ort erstmal. Bringt ja nix. Bringt ja nix. Das sind übrigens meine Zauber. Da habe ich noch einige. Zum Beispiel will ich den Komet bald lernen. Ich glaube, mit einem Level kann ich den sogar schon lernen. Warte mal. Wie viele Runen habe ich noch? 2. Ne, das reicht nicht. Okay, nächstes Mal. Ich glaube, wir sind jetzt gerade bei 51, oder? Ja, wir brauchen 52. Dann kann ich den Komet nutzen. Geil. Wie gehen wir an die Oberfläche? Ich glaube, hier bin ich jetzt erstmal stuck, weil hier komme ich halt wirklich nicht lang. Da brauche ich irgendeinen Antigen-Gift oder so ein Shit dafür, glaube ich. Wenn nicht, dann nicht. Aber schauen wir mal. Wir gehen mal kurz an die Oberfläche. Ja, wir haben hier noch überall Drachen, ja. Wir können mal hier oben gucken, ob wir den Drachen noch schnell legen. Hier oben war nämlich einer. Gucken wir mal. Wir haben ja nichts vor, ne? Ich will euch ja auch ein bisschen was bieten. Und ich kann mich noch dran erinnern, wir haben noch ein paar Worldbosse. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall weiter, okay? Als hier Max in seinem Video für mich da gezeigt hat. Da waren gestern alle in meinem Stream ein bisschen verwirrt, wie es denn sein kann, dass ich jetzt schon so weit bin. Die sind halt auch krass, die Typen, ne? Okay. Achso, ich wollte... Never fucking mind. Lass mich mal kurz in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Du krasser Trolltyp. Lass mich. Oder muss ich gegen dich kämpfen? Okay, hab mich in Ruhe gelassen. Ich wollte mal kurz zum Schmied. Ich glaube nämlich, ich kann mein Schwert verbessern. Ich glaube, ich habe nämlich die nötigen Schmiedesteine dafür gefunden. Mein Schwert ist schon auf plus 6, aber... Ne? Sorry, dass ich übrigens euch ab und zu die Ohren zuschniefe. Viel wichtiger ist ihre Persönlichkeit. You and only you were Lady Rani. Cool, danke. So, hier geht's bis Stufe 4. Geil. Okay, jetzt brauche ich Dunkelschmiedestein 8. Und ich kann meinen Stab einfach nochmal verbessern. Let's go. Es ist so nice. Guckt euch bitte mein Schwert an. Es ist so insane. Mein Schwert ist so lecker. Oh, geil. Gut, dann lass uns nach oben gehen. Jetzt machen wir den Drachen, versprochen. Ah! Irgendwo war ich stehen geblieben. Aber ist auch egal. Wir versuchen jetzt den Drachen zu machen, first try. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann müsst ihr in meinen Stream einschalten und da schauen. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt das in den nächsten Tagen weitermachen soll. Weil, ich ja jetzt wieder arbeite, ja. So, du gemeiner Drache. Oh. Oh, weia. Der wirkt echt scheiße schwer. I don't see you. Run, Forest. Ich bin stuck.
Ist er jetzt einfach weggeflogen? Warum? Muss ich das verstehen? The fuck? Lol. Okay. Gut. Ja, falls ihr euch für meinen Elden Ring-Account interessiert, ja, und das vielleicht sogar weiterhin verfolgen wollt, ich werde das Spiel weiterhin nur on stream weiterspielen. Auf meinem Twitch. Checkt es gerne aus. Außerdem werde ich vermutlich bald einen Zweitkanal launchen. Das steht noch nicht ganz fest. Wo ich dann diese VODs hochlade für die Ewigkeit. Damit ihr einfach meinen Progress verfolgen könnt. Das war die Idee. Mal gucken, ob das klappt. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Beachtet einfach weiterhin meinen Community-Tab. Da werde ich dann ankündigen, wenn ich Videos auf meinem Zweitkanal hochlade. Generell wird dieses Jahr auf jeden Fall ein Zweitkanal gestartet. Es sind aufregende nächste Monate. Ich sage euch, wie es ist. Es wird nice. Danke fürs Zuschauen. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz mein Inventar. Und wenn ihr etwas findet, wo ihr sagt, oh mein Gott, sterziges Lost. Okay, krass. Das Licht. Aha. Das ist ja cool. Egal, wenn ihr etwas findet in meinem Inventar, wo ihr euch denkt, sheesh, dann schreibt einfach, sheesh, bist du lost, in die Kommentare. Wie ihr seht, ich habe hier diese riesigen Asche-Dinger, mit denen man die Asche verbessern kann. Aber es juckt mich einfach nicht, weil ich ohne Asche spiele. Ich bin cool, verstehe mich mal. Gut, Leute, haut rein. Wir sehen uns Donnerstag wieder zu einem weiteren Video. Ich hoffe, das war ausreichend erstmal für den Anfang dieser Woche. Und ich hab euch lieb. Bis bald. Wir hören uns. Ciao. Ich bin zurück. Ne? Folgt mir überall. Ciao.